A3.2. Geben Sie die Wahrscheinlichkeit dafür an, dass die Melodie ACDC entsteht. Ja, das kann man nochmal mit Hilfe vom Baumdiagramm sich verdeutlichen. Ja, im ersten Bereich mit und meinen 5 Tönen C, das war's, C, D, E, G und A. Ist ja jede Wahrscheinlichkeit für einen Ton ein Fünftel. Also wenn ich C drücke, ist ein Fünftel, wenn ich D drücke, ein Fünftel, wenn E, G, A und so weiter. Wenn jetzt A, C, D, C entstehen soll, habe ich also hier, ja, sieht man etwas schlecht, nehmen wir eine hellere Farbe. So, habe ich hier mein Pfad A, Wahrscheinlichkeit ein Fünftel. Beim nächsten Mal habe ich jetzt wieder fünf Möglichkeiten, 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, wenn ich die C drücken will, habe ich wiederum ein Fünftel Wahrscheinlichkeit. Gehe ich wieder eins weiter, habe wieder fünf Möglichkeiten. Was muss ich diesmal drücken? Das D. Und dann ein viertes Mal noch, wieder fünf Möglichkeiten zur Auswahl, habe ich wieder mein C zur Verfügung, also nochmal ein Fünftel. So, die Gesamtwahrscheinlichkeit wird multipliziert, also ein Fünftel mal ein Fünftel mal ein Fünftel mal ein Fünftel. Und das rechnen wir aus, 1 mal 1 mal 1 mal 1 sind 1 und 5 mal 5 mal 5 mal 5 haben wir oben schon gerechnet, hier in der Aufgabe drüber sind 625. Damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Melodie ACDC entsteht, ein 625.